Moin zusammen. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum Sebastian jetzt nicht in dem Video ist. Sebastian hat sich bereit erklärt, mir ein Interview zu geben für meinen Kanal. Der Kanal heißt Interview mit einem Imker. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal eine Folge gesehen. Auf dem Kanal interviewen wir regelmäßig größere Imkereien und Leute, die mit der Imkerei oder mit Bienen Geld verdienen. Und wir probieren dort einen Blick in Betriebe zu werfen, die auch wirtschaftlich arbeiten müssen und schauen, wie diese organisiert sind, welche Kisten sie benutzen, welche Varroa-Behandlung sie machen, warum sie bestimmte Dinge machen und so weiter. Und wir haben schon ganz tolle Imker dabei gehabt, aus ganz Deutschland, einen Kollegen sogar aus Norwegen, was sehr interessant war. Und schaut mal doch auf den Kanal, würde mich freuen. Das ist jetzt der zweite Teil von dem Interview mit Sebastian. Und den ersten Teil findet ihr bei mir auf dem Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung, die man dann als Betrieb durchmachen muss. Ich habe letztens einen Vortrag gesehen von John Miller. Hast du Miller Honey Company, Ja. die riesig große, Ja. seit 15 Generationen und so. Und der sagte, du musst dich als Unternehmen entscheiden, was du nicht machst. Sagt er, und Klar. wir reparieren keine Kisten, wir bauen keine Kisten, wir machen keine Kerzen, wir machen keine das, wir machen jenes nicht. Ja. Wir machen Honig und wir machen Bestäubung. Und das ist das, was wir gut machen. Und alles Ja. andere, können dann andere Leute machen, aber da haben wir keine Zeit für. Ja. Das ist. Bin ich aber vollkommen der Meinung. Also wir machen das ja auch so. Das war ja bei uns auch die Entwicklung. Ich habe auch mal überlegt, mache ich Sortenhonig? Ja, war auch mal eifersüchtig auf Imkerei Kofing in Berlin zum Beispiel mit seinen 15 oder 16 Honigsorten oder so. Habe ich auch überlegt. Aber letztendlich ist das für uns jetzt, das muss ja jeder selber wissen, ne? Wo er lebt, was für ein Honig er vor der Haustür. Für uns ist das einfach jetzt so, wie wir das machen, eben diese Verbindung mit gläserner Imkerei im Prinzip in Anführungszeichen, ne, in dieser dicht besiedelten Region mit diesen drei, vier Honigsorten, ein paar Unternehmensfrauen oder ein paar Projekte mit Bienen noch, ob jetzt Schule, Unternehmen oder was auch immer, diese Imkerkurse, das ist einfach für uns der Weg gewesen, der sich am sinnvollsten herausgestellt hat. Auch keine Kerzen, haben uns auch dagegen entschieden, auch kein Met, auch im Prinzip keine verschiedenen Glasgrößen beim Honig, bis auf ein paar Ausnahmen. Also alles einfach, platzsparend, ohne Umrüstung von irgendwelchen Maschinen. Also, dass es einfach rationell geht und du auch neben der Imkerei noch leben kannst, ja. Also Ja. Königinnen ist jetzt zum Beispiel neu, ne? Das ist jetzt, muss man jetzt sagen, das ist jetzt ein Betriebszweig, wo wir jetzt dazu nehmen oder dazu genommen haben dieses Jahr oder letztes Jahr auch schon ein bisschen, aber auch nach sehr, sehr viel Überlegung und einem bewussten Entscheiden gegen Bienenvölkerverkauf. Ja? Also das ist alles, ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ne? Ja, das glaube ich. Ich habe noch eine einleitende Frage für eine andere Frage, die ich gleich stellen will. Wie füllt ihr Honig ab? Dem Nassenheider fill up. Okay. Und jetzt die richtige Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Du sagtest, ihr seid gläserne Imkerei, ihr seid zwischen zwei Wanderwegen, viel Publikumsverkehr bei euch, ihr vermarktet den Honig komplett direkt, wenn ich richtig weiß. Ja, sehr überwiegend, ja. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben Juli und es ist ein Wochenende mit Topwetter angesagt und es sind Sommerferien in Baden-Württemberg. Wie muss ich mir das vorstellen? Stehst du dann morgens auf und sagst und arbeitest dann dort, damit die Leute das sehen und verkaufst dann gleichzeitig Honig? Oder was bedeutet dann eine gläserne Imkerei? Also Gläsern bedeutet jetzt nicht wie so ein Museum, wie so ein Freilichtmuseum, dass du da einfach reinschlappen kannst. Das nicht, sondern die Türen sind also weil eben viele Leute vorbeilaufen, sind die Türen in der Regel einfach zu. Ja.
Aber wir machen ja. Imkerei. Nein, aber wir machen halt, also jetzt haben wir Corona leider, aber im Prinzip machen wir unheimlich viel Veranstaltungen. Also vor Corona war es selten, dass wir am Wochenende keine Veranstaltung haben. Also wir haben Kindergeburtstage, wir haben Landfrauen, wir haben unheimlich viele Imkervereine zu Besuch, wo sich das einfach anschauen. Wir haben auch Firmenausflüge, eigentlich alles Gruppen, wo sich irgendwie, also immer nach Anmeldung zum Beispiel, aber im Prinzip war Wochenende ist eigentlich immer Betrieb, ja. Und es schauen Leute vorbei, dann schaut man sich den Schleuderraum an, man schaut sich die Bienen an, man schaut sich das Lager an, läuft da durch, trinkt zusammen Kaffee oder Cola oder isst eine Brezel, grillt. Also da sind im Prinzip die Türen einfach offen. Die Leute können dann auch beim Kaffee trinken nochmal selbstständig da reinlaufen. Und ja, so je nach Zielgruppe einfach so ein bisschen im Programm. Ne? Für die Kinder haben wir einfach so Spielfahrzeuge da, dass das da einfach ein ganz, ja, so zwischen, wie sagt man, zwischen Urlaubsstunden und Lernen so ein bisschen, ja, wird. Und klar, wenn ein Imkerverein kommt, dann ist es natürlich, dann hältst du dich die meiste Zeit an den Bienen auf und im Schleuderraum. Und in der Regel muss ich dann immer einmal die Frage beantworten, oder ist immer einer dabei, der einen cooleren Schleuderraum hat wie wir, ja. Ja, das ist in Deutschland wichtig, wer die größte Schleuder hat, das ist schon. Ja, diese Technikverliebtheit in manchen Imkereien ist schon phänomenal. Ja. Also ist ja jetzt nicht falsch oder richtig, aber also ich habe auch gern Technik. Ne, sonst, also wenn es mich nicht interessieren würde, würde ich mir die Sachen ja nicht selber bauen. Bin ja schon auch technikaffin, aber ja, muss halt auch wirtschaftlich sein und irgendwie sinnvoll sein. Also ich habe an Technik eigentlich kein Interesse, wenn die nur in der Ecke rumsteht. Ja, ja. Ja. Ach, kann ich verstehen. Du, ich hab lange gehadert, mir zum Beispiel ein Militärm zu kaufen. Da haust du mal eben 600 Euro auf den Tisch für eine Edelstahl. Also, ne, für so ein Edelstahl-Ding mit einer Heizung drin. Ne? Aber wenn du die Betriebsabläufe anguckst, gibt halt, wenn du jetzt nicht Platz hast irgendwie für einen 300 Kilo Wärmeschrank, gibt es manche Dinge, da muss man dann den sauren Apfel beißen und überlegen, ob es Sinn macht oder nicht. Aber ja, wie du schon sagst, ich glaube, bei vielen ist auch der Spieltrieb. Ja, man muss auch reinwachsen. Ne? Also man muss, klar, die manchen, die wollen das so hochstellen, ich drücke auf den grünen Knopf und da hinten kommt das fertige Honigglas raus. Das ist ja auch bei manchen so ein bisschen. Aber wir arbeiten halt mit dem Produkt. Ja. Ich meine, ich bin schon bestrebt, es möglichst abfüllfertig im 300-Kilo-Fass zu haben, dass ich es dann halt nur noch abfüllen muss. Ja. Also so schleudern und dann fertig machen den Honig. Mhm. Weil dann brauche ich eigentlich keine Technik. Dann brauche ich eben diesen 300-Kilo-Wärmeschrank da irgendwo rumstehend. Auf diesem Wärmeschrank steht meine Abfüllmaschine. Mhm. Und dann steht die Etikettiermaschine noch rum, die Honigschleuder, und dann habe ich es, ja. Also, und das sind halt, finde ich, unheimlich viel Zeiten auch, wo du bei der Pflege und Wartung dir sparst, ne? Weil so eine Schleuderstraße zu putzen, ganz schön, ja. Gehen auch ein paar Kilo Honig ins Wasser. Ja. Ja, das ist nicht ohne alles, das stimmt. Wo du gerade sagst, wachsen, und was würdest du jemandem empfehlen, der mehr Völker halten möchte? Also nicht, ich möchte jetzt nicht das Wort sagen, so, der das beruflich machen möchte, aber viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagen immer, so, irgendwann da mal mit Geld verdienen, vielleicht mal irgendwann meine Stunden im Hauptjob reduzieren, irgendwann mal so ein bisschen davon leben können, wäre schon ganz schön. Irgendwelche Tipps, irgendwelche Gedanken dazu, ob man das planen sollte von heute auf morgen und dann voll einsteigen, oder ob es organisch wachsen besser ist? Ja, also ich bin immer, organisch wachsen ist immer besser, ja. Also das muss ich schon sagen, weil diese Erfahrungen, die müssen einfach kommen. Ja, also wenn ich allein bei mir mal zurückschaue,
was ich mir gekauft habe, weil ich halt dachte, das geht so und so viel geschickter, und was ich dann wieder verkauft habe und es einmal benutzt habe. Ja. Mhm. Also deshalb finde ich das organische Wachsen, finde ich eigentlich eines der wichtigsten Sachen, wo es gibt, weil in der Theorie ist so, so Bienenvölker halten schon immer einfach. Und aber die Völkerzahl macht es halt auch, und vor allem diese nachgelagerten Prozesse, weil ich meine, das beste Beispiel ist glaube ich, auch immer so Schwarmkontrolle oder jetzt die Futterkontrolle im Februar. Wenn ich meine 4 Völker im Garten habe, dann mache ich das zwischen Mittagessen und Espresso. Ja, gucke ich kurz nach dem Futter. Aber wenn ich dann größere Völker habe, dann sind es 2 Tage, wo ich da rumfahre und das Futter kontrolliere, oder 3 Tage oder in anderen, also in größeren Imkereien auch mal eine Woche, wo ich da rumfahre, das Futter kontrolliere, und in dieser Woche bin ich halt nicht daheim, selten am Telefon. In dieser Woche verkaufe ich halt zum Beispiel keinen Honig, ja, weil ich nicht erreichbar bin oder schwer erreichbar bin. Also da sammeln sich ja unheimlich viele E-Mails dann schon wieder an, wenn ich 2-3 Tage nicht im Büro bin, die dann auch wieder abgearbeitet werden müssen, was mich dann ja auch wieder 2-3 Tage irgendwo kostet. Also und so zieht, und in der Zeit muss ich vielleicht schon wieder weiß ich nicht was machen. Also, und das so hinzupuzzeln, dass das alles aneinander passt, also dass jetzt diese Abläufe jetzt im Online-Shop oder im Vertrieb und die Arbeitsabläufe bei den Bienen und die Steuererklärung und die Familie, dass das alles ineinander greift und sich nicht überlagert und man da in Stress kommt und Fehler macht, und wie der Bernhard Teufel auch in seinem Buch schön geschrieben hat, ne? Da gibt es ja diese eine Tabelle mit 500 Völkern schlecht bewirtschaftet und weiß nicht, 200 gut bewirtschaftet. Das, glaube ich, ist ein ganz großer Fehler, dass die Leute nur sagen, ey, die Völkerzahl, darüber definiere ich mich, und über die Technik in meinem Schleuderraum, das ist mein Ego. Aber eigentlich muss man ehrlich sein, und es zählt das, was man keinem erzählt, nämlich was unten unter dem großen schwarzen Strich am Jahresende steht. Ja. Das ist eigentlich letztendlich auch ja ein Argument, dass es den, also wenn da was Sinnvolles rauskommt, dann heißt es ja auch, dass man gut imkern kann, ja, und dass es den Bienen auch letztendlich gut geht. Ne. Weil wenn es den Bienen schlecht geht, dann steht da unten sicherlich ein deutlich geringeres Ergebnis, weil ich Bienen zukaufen muss, weil ich unheimlich viel füttern muss. Also letztendlich ist das wirtschaftliche Ergebnis, wenn das aus der Imkerei an sich kommt, auch ein ganz guter Fadenzeig. Ja, das stimmt wohl. Ich hätte noch einen Themenblock. Du kennst dich ja nur mit Varroa-Behandlung aus, als Meister der Varroa-Behandlung. Nee, als Meister, als Meister der Ameisensäureverdunster. Kennst du dich mit diesen neuen Sachen, die so gerade erprobt werden, also Oxalsäure mit Glycerin und mit diesem Streifen und Schwammtüchern und so weiter, ein bisschen aus? Oder ist TBE das Ding, wo du jetzt sagst, so, das ist für die nächsten Jahre ist gesetzt, weil das funktioniert hervorragend für mich? Ja, also schon eher zweiteres, klar, diese anderen Sachen, die liest man immer wieder und kriegt es auch mit. Aber ich habe jetzt da noch nicht so viel. Die ersten Informationen waren für mich jetzt noch nicht so spannend, dass ich sage, das ist eine wirkliche Alternative. Mhm. Ich meine, wir sind biozertifiziert, da sind wir ja schon ein bisschen eingeschränkt. Also manche Sachen kommen ja sowieso nicht in Betracht. Wieso? Was darfst du nicht bei Bio? Gut, ich meine, im Prinzip ist ja bei Ameisensäure Oxalsäure, wenn ich das richtig weiß, Thymol, ich glaube auch, weiß ich ja, also Thymol kommt für mich jetzt zum Beispiel, so. ist wahrscheinlich zugelassen, glaube ich, aber kommt es für mich nicht in Betracht. Und Amitras und so dürft ihr nicht. Amitras, dann, genau. Und ja, und diese ganzen
da reicht, also es kommt auch ein bisschen auf den Preis an, ja. Das muss man dann letztendlich auch sagen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Rechnest du dir das alles mal durch und sagst so, Mensch, ne? Wenn das, dann wäre das vielleicht auch irgendwann mal eine Option? Nein. Also es fallen Sachen raus, weil sie mir zu teuer sind. Mhm. Ja, aber die haben, das ist meistens nicht das alleinige Argument. Ja, das muss man schon sagen. Ich bin da auch vielleicht bei Ameisensäurebehandlung, da bin ich auch ein bisschen konservativ vielleicht und ein bisschen vorsichtig. Ich habe ja auch mit meinem nassen Heider Verdunster und jetzt auch mit dieser Brutentnahme, das habe ich ja jetzt auch 2-3 Jahre mich hingetastet und das immer mehr optimiert, bevor wir jetzt den ganzen Betrieb im Prinzip bis auf ein paar Sonderfälle oder Ausnahmen umstellen oder die größtenteils umstellen, weil das für mich ein heikles Thema ist. Weil wenn man da ein System hat, das funktioniert, dann bin ich der Meinung, dann geht man da eigentlich ganz schwierig weg, weil wenn da Fehler passieren, dann kostet es ja richtig Geld. Ja. Also bei Ameisensäurebehandlung, wo nicht funktioniert oder schlecht funktioniert, hat ja logischerweise große Winterverluste oder mehr Winterverluste nach sich, die unheimlich, Winterverluste ist das Teuerste, was dir eigentlich passieren kann, finde ich. Und ich gerade im Sommer dann auch nicht übermäßig viel Zeit habe, um das ja nochmal nachzukorrigieren. Also wenn ich jetzt sage, ich probiere ein neues Mittel aus oder eine neue Variante, mache die von mir aus Anfang August in die Bienenvölker, dann muss die da drauf liegen 2-3 Wochen, dann komme ich Ende August dahin, sehe, oh Mist, das hat irgendwie gar nicht funktioniert oder nur so halb, muss aber die Bienenvölker noch füttern und habe ja auch noch, dann kommen wir wieder zu dem Thema große Völkerzahlen. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann tagelang Däumchen drehe oder will mit der Familie auch mal noch in Urlaub. Und dann wird es schon eng, da 2-3 Bienenstände nochmal zu korrigieren. Ja? Vor allem so korrigieren, dass die dann auch stark doch noch stark auswindern. Oder du hast sogar schon solche Schäden drin, dass du dir wirklich mit dem Frühjahrsblütenhonig ein bisschen ins Knie geschossen hast. Ja. Ja. Also deshalb bin ich sehr konservativ, wenn es um Änderungen geht bei der Varroa-Behandlung im Sommer. Okay. Ich habe dieses Jahr das erste Mal von Kollegen gehört, dass sie TBE gemacht haben und geträufelt haben oder gesprüht und trotzdem Probleme hatten zur Winterbehandlung oder Völker eingegangen sind. Ich persönlich habe es noch nie erlebt. Also Brutentnahme war für mich immer ein sicheres Ding. Die sind immer alle durchgekommen. Selbst, ich glaube, die würden sogar durchkommen, wenn du sie nicht beträufelst. Aber hast du das schon mal erlebt? Oder ist das bei dir auch so ein Versicherungsding? Wenn man sagt TBE, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass die alle vernünftig einwintern, vernünftig auswintern, vielleicht nicht alle 130% stark sind, aber alle irgendwie so groß, dass man damit arbeiten kann. Also ich habe auch, wie gesagt, das war ja ein Prozess, ich weiß es nicht. Ich habe ja einmal vor 2 Jahren, glaube ich, das war so mein zweites Jahr mit dieser Brutentnahme, habe ich mal ein Video darüber gemacht, wenn man das jetzt anschaut. Da waren wir noch jung, ja. Also das funktioniert sicherlich so, wie wir es da gemacht haben, aber mittlerweile ist der Prozess ein bisschen anders. Aber da war auch, also am Anfang habe ich auch diese Probleme gehabt, dass eben die Völker zum Teil kaputt gegangen sind. Aber das ist einfach ein Punkt, das habe ich so ein bisschen rausgefunden, indem man sich ja dann, man kann ja Zellen aufschneiden, reinschauen, wie sieht es da aus und so. Und da war für mich im Prinzip die Lösung, da reicht eine Woche, ja, eine Woche früher zu machen. Da war einfach dieser Befall schon ein Tick zu groß. Ein anderes Problem war auch, was ich mal hatte, war, dass die Nachschaffungskönigin nur Schrott waren, also wenn es überhaupt funktioniert hat. Und normal Anfang August eine Königin, wo da zur Begattung fliegt, da habe ich eigentlich immer 100%. Also es ist ganz, ganz selten, dass Begattungserfolge im August
Ende Juli, August sind eigentlich bei mir jetzt zumindest die höchsten im ganzen Jahr. Und kam eigentlich, und es hat halt da nie funktioniert. Und das ist für mich auch ein Thema, dass dieser Anfangsbefall einfach schon zu groß war. Ja. Eine Woche früher oder stärker machen, ja. Also mehr Begleitbienen dazu. Nee, ich meinte die Völker, wo die Brut rausgekommen ist. Da war die kaputt gegangen. Da sind, genau. Da habe ich das erste Mal dieses Jahr gehört, dass Leute gesagt haben, ich habe alles gemacht wie immer. Trotzdem sind die, waren sie im Dezember, lagen sie tot im Boden und der letzte Kreis saß irgendwie auf einer Wabe. Also das habe ich jetzt noch. Hast du auch nicht, gut. Nein, also das ist ein Völker, wo die Brut rausgenommen wird, ist, wie du sagst, eigentlich eine, 100% will ich jetzt nicht sagen, aber ja, nicht weit weg von 100%. Ja. Okay. Ja. Sehr gut. Wie geht's denn weiter mit eurem Betrieb? Du hast gesagt, ihr habt letztes Jahr angefangen, Königin zu machen und zu verkaufen und dieses Jahr dann richtig groß ins Business einsteigen oder was hast du dir vorgenommen? Nein, also richtig groß. Wir werden nicht Deutschlands führende Königin vom Meere werden. Nein, also das ist auch nicht unser Ziel, sondern das ist wie beim Honig. Ja? Also wir wollen einfach gute Qualität machen und sofern man das machen kann, das kann, also ich kann es nicht oder Stand jetzt kann ich das nicht mit mehreren tausend Königinnen machen. Und das ist auch nicht das Ziel. Also der Hauptaufgabe ist immer der Honig und das Drumherum, sage ich jetzt mal, ne, mit Veranstaltungen, dass das sicher ist. Und für diese Honigproduktion brauchen wir selber gute Königinnen. Und diese, unsere in Anführungszeichen Königinzucht, die haben jetzt einfach, weil viele gefragt haben, haben wir ein bisschen ausgebaut, dass wir da auch ein paar verkaufen können. Aber das, also momentan sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie ein beherrschender Betriebsteil wird in dieser Imkerei. Ja, kann ja noch kommen. Das kann kommen, aber also wir sind jetzt da auch technisch nicht eingestellt. Also der Brutschrank kann das, der ist groß genug, aber es ist jetzt auch nicht so eingeplant, dass ich unheimlich viele Völker jetzt hier im Betrieb haben werde, die Königin erzeugen oder so. Ja. Aber bringt dir das genauso viel Spaß wie mir und wie vielen anderen Königin? Die Königin? Ja. Oder ist das für dich Arbeit? Wenn es funktioniert. Ja. Ja. Nein, also ist ja schon ein wichtiges Thema auch, wo man sich reinfuchsen muss. Und ich meine, es gibt da auch Arbeit, die einem nicht so far gefallen. Also mir zum Beispiel gefällt, macht es keinen Spaß, die Königin dann in die Zusatzkäfige reinzufummeln. Das ist jetzt nicht so meine Sache, aber ja, mei, das macht man auch, macht man so oder so. Ob man das jetzt ein bisschen öfters macht oder nicht, das ist ja nicht das Problem. Ja, ja. Aber der Rest drumherum bringt dir auch Spaß. Hoffe ich. Machst du das über Adamstarter dann? Oder wie ist so, also wie, meine Frage, so, anders nochmal von vorne. Ist ja oft anders, wenn man sagt, ich brauche selber für mich am Jahresende, brauche ich 100 Königinnen zum Umweiseln, dann mache ich 120 und mache das alles mal, ne, sagt so, dann im Juni mache ich irgendwie dreimal einen Starter und dann funktioniert das. Wenn du jetzt aber auch ein paar Leute damit beliefern möchtest, wie planst du das? Planst du das anders als vorher oder wird das verkauft, was über ist, oder startest du einfach früher? Ja gut, wir haben eigentlich schon immer, also ganz früh nie gestartet, aber schon immer im Mai gestartet, ne, weil du ja auch mal Königin Verlust hast und lieber habe ich halt die Königin. Schadet ja nicht, wenn die ein paar Wochen älter ist. Nee. Also lieber habe ich die Königin im Betrieb oder auf dem Betrieb schon immer gehabt, auch wenn du mal einen Schwarm hast oder wenn gerade jetzt bei uns der Sonderfall mit den Imkerkosten, da
ist ja auch ab und zu mal was verlustig. Und dann habe ich halt lieber volle Begattungskästchen als leere, die ich dann erst im Juni oder Juli aus dem Lager hole, um die da für mich fertig zu machen. Insofern starten wir schon immer früh. Und das war eigentlich immer ein laufender Prozess. Also es wird wöchentlich halt umgelauft. Und das war schon immer so und jetzt einfach, weil es ja auch viele Vorbestellungen gibt. Also deshalb auch Vorbestellungen, weil das muss planbar sein für mich. Mhm. Dann laufe ich halt einfach, mache ich halt 2 Serien in der Woche. Also das ist jetzt, oder eine größere Serie. Ja. Also das ist jetzt nicht, nicht ein komplett so neues System. Ja. Ja, ist ja auch reich locker, ja. Also Bernhard Teufel hat es ja in seinem Buch, also ist ja ein schönes Buch, ne? Er hat es ja auch ganz gut beschrieben, dass man das halt nicht so macht mit Suchkalender und also gibt es ja vom Deutschen Berufsimkerbund diese App da, wo man sich das immer eingeben kann. Aber da muss ich ihm auch recht geben, wenn du halt immer weißt, alle 8 Tage machst du genau den gleichen Schritt, ganz automatisch, du stehst morgens auf, weißt, oh, heute laufe ich um. Du musst, dann ist das für dich, das ist ja kein Hexenwerk, du bist ja in einer Viertelstunde fertig oder so. Ja? Also ja. Das ist ja zack, zack, also ja, also trink beiden Kaffee und du hast halt das schon mal erledigt. Ja? Nein, also deshalb auch, also wie gesagt, auch in der Vergangenheit und auch jetzt lieber regelmäßig kleinere Mengen wie ich plane alles auf Ende Juni und da muss ich 120 Königin umlaufen und dann funktioniert es aber nicht und dann kommst du in Stress und stehst da. Ja. Deshalb schon immer so ein bisschen der Gedanke, das nach und nach in kleinen Happen aufteilen. Weiselst du überhaupt deine Wirtschaftsvölker um oder lässt du, ich meine, weiselst du regelmäßig um, nach einem Jahr, nach 2 Jahren oder wenn die Leistung sichtbar nachlässt oder so? Ja, eigentlich so nach Leistung, ja. Also auch da, ich gucke mir halt die Gruppe an wieder, ja. Also ich weiß schon, wie alt die Königin sind, also so im Prinzip schon. Und dann schon auch nach Leistung und dann halt auch, also nach Leistung und dann ist es auch so, wenn ich sage, ich habe jetzt doch noch Königin über oder so, dann nehme ich halt die Ältesten einfach raus. Ja. Aber ich mache das jetzt nicht zwangsweise. Ich meine, mit der Brutentnahme bietet sich das ja auch an, da gleich zu machen einfach. Ja. Ja. Also ja. Im Laufe der Brutentnahme, dann weiß ich meinen Tag, habe das geplant, weiß, wie viele Völker. Und aber wie gesagt, ich bin da jetzt auch nicht so der mega Fetischist, dass ich sage, also Ziel ist schon junge Königin, ne, weil ich halt glaube, die Überwinterung ist deutlich besser. Der Schwarmtrieb ist ja, glaube ich, wissenschaftlich untersucht, dass der geringer ist bei jungen Königinnen. Also das sind eigentlich meine 2 Hauptargumente. Und da gucke ich dann schon drauf, aber wenn die Königin gut ist, kann die auch älter werden. Ja, da habe ich jetzt kein Problem damit. Okay. Letzte Frage. Wie geht's mit deinem YouTube-Kanal weiter? Irgendwelche Riesenprojekte, irgendwas, was du jetzt anteasern kannst, wo die Leute dann sagen, das wollte ich schon immer sehen? Ja, ich bin jetzt nicht so bekannt für die Mainstream-Themen. Ja. Also die Clickbait-Videos, da sind ja andere Imkerei-Kanäle drauf spezialisiert, sondern wir oder der in dem YouTube-Kanal soll ja schon das passieren, was wir auch machen. Und wie du vorher gerade selber gesagt hast, es klingt viel einfacher und viel locker hier. Und das soll eigentlich auch darüber kommen. Und das soll jetzt auch kein Lehrvideo sein wie Königin in 4 Schritten oder sowas. Das gibt es ja schon genug. Also insofern, weiß nicht, es wird ein Video geben zum Thema Reizfütterung. Deshalb habe ich mal eine Umfrage gemacht. Das haben sich ja viele gewünscht. Das wird irgendwann kommen. Das läuft zumindest parallel. Und ja, sonst hängt viel davon ab, wie es mit dem Kanal weitergeht. Was ich so, also ich bin so ein bisschen auf der Suche
nach einem Gegenpart, ja, also jemand, der wo da ein Kameramann oder sowas, dass das, wo auch Fragen gestellt werden können, gerne auch irgendwie in Anfänger oder Laie, dass man da ein bisschen mehr Leben reinbekommt. Weiß ich nicht, also gibt es verschiedene Ideen auch alternativ zu dem. Das ist alles so ein bisschen, also soll auf jeden Fall weitergehen. Schön. Aber ich meine, macht jetzt keinen Sinn, das dritte Video über Brutentnahme zu machen. Ja. Insofern werden wir mal schauen, was so die Zukunft bringt. Ja, ja, das stimmt. Ich sag mal, man sieht ja auch die Entwicklung daran und es ist ja auch immer schön zu sehen, wie andere Leute das machen, was andere Leute für andere Handgriffe machen und so. Wo du sagtest, dein Brutentnahme-Video, ich hatte zur Vorbereitung hier drauf, hatte ich nochmal reingeguckt und hatte das gesehen, wo du in einer Stanz mit den Dadantwaben und sagst, verdammt, das ist noch ein Zandervolk. Das ist ja aber auch ganz schön, dann mal zu sehen, wie sich das in den letzten 2 Jahren entwickelt hat und wie professionell das dann heute funktionieren kann. Sowas passiert immer noch. Ja, gut. Bin mit der Brutentnahme auch noch nicht so richtig durch, weil ich finde, das ist schon ein ganz schöner Act. Auch was das Material vorbereiten angeht und so. Ich bin noch am Überlegen, ob ich dieses Jahr, ich habe mir ein paar von diesen Scalvini-Käfigen besorgt und das letzte Jahr mal angefangen, damit ein paar Mini-Plus-Königinnen zu käfigen. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, die gut in den Betrieb reinpasst, weil du musst nicht dauernd, einmal käfigen, einmal träufeln, gleichzeitig wieder freilassen und dann war's das. Aber da ist es auch schön zu sehen, wenn ich bei dir jetzt sehe, dass du bei der Brutentnahme viel, viel schneller bist, weil du es viel, viel besser vorbereitest als ich und nicht in der Traube Bienen stehst und am Frumm, also. Ja, das ist aber wie viel es in der Imkerei, ne? Du musst nicht nur machen, du musst auch, also du kannst es ja 2-3 Mal machen, aber dann musst du halt auch drüber nachdenken, wie es besser geht. Ja. Mhm. Und ich meine, das mit den Käfigen, das ist in der Tat was immer mehr aufkommt, ja, wo auch ich mir schon mal überlegt habe, wo ich jetzt halt bei mir ein bisschen das Problem sehe, bei mir sind die Königinnen ja nicht gezeichnet. Mhm. Und dann kann das schnell gehen, aber es kann auch unheimlich lange brauchen. Stimmt. Ja, also, aber das ist sicherlich allgemein, denke ich mal, ist ja in vielen südlichen Ländern gang und gäbe. Also das ist sicherlich eine Art der Varroa-Behandlung, die wir auch in der Zukunft, über die wir reden und drüber nachdenken werden. Ja, also das ist eigentlich zu dieser Brutentnahme eine ganz schöne Alternative. Ja, ja, finde ich auch. Man muss sich da irgendwie zu helfen wissen. Ja, gut. Aber da muss halt jeder seinen Weg finden. Ne? Wie du sagst, das muss man wollen. Der eine arbeitet mehr körperlich, der andere will halt lieber seine Schleuderstraße oder seine Technik haben. Der eine Betriebsstandort lässt es ohne Probleme zu, der andere ist total eingeengt, hat keine Tracht vor der Haustür, muss wandern. Also es gibt ja in der Imkerei kein Pauschalrezept, dass du sagst, wenn du so machst, dann funktioniert es 100%ig. Das gibt es ja nicht. Ne? Jedes Jahr ist anders. Und deshalb ist ja diese Erfahrung auch so unheimlich wichtig und nicht von 0 auf 100. Wüsste nicht, wer von 0 auf 100 in der Imkerei Erfolg hat. Also ich kenne nicht viele, eigentlich niemand. Höchstens der Papa zahlt oder die Mama. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kenne ein paar Leute, die das irgendwie immer wieder andenken, aber ich kenne jetzt auch niemanden, der damit wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Das stimmt. Ja, du musst auch total Mut haben. Ne? Du musst es wirklich, wirklich wollen auch. Und bei ganz vielen ist halt auch so Betriebsgebäude. Ne? Also wenn du nichts hast, was du benutzen kannst oder an das du sehr, sehr günstig drankommst, stell dir mal da eine Metallhalle hin und krieg die durch Honig wieder finanziert. Also
Ja, Metallhalle ist ja noch toll. Bei uns darfst du ja keine Metallhalle bauen. Bei uns ist ja alles so Landschaftsschutzgebiet. Da brauchst du eine Holzhalle und die Holzhalle kostet das Zwei- oder das Dreifache zu euren Metallhallen da oben im Norden. Ja, super. Ja, aber du musst es halt wollen und du musst es schlecht Wetter haben. Du musst es mental, also es ist ja wie überall, wenn du gründest. Mhm. Ja, du musst es, also das Reinrutschen, wie das jetzt bei uns war, ist sicherlich der entspannteste Weg. Ja, weil. Ja. Das, und dann sind wir von der Region einfach ja auch noch jetzt, also wir haben andere Probleme jetzt, wie, also ist jetzt auch nicht alle goldene Boden hier, aber wir haben jetzt in der Vermarktung und einfach ein paar landschaftlich und in der Vermarktung sind wir einfach hier gut aufgestellt. Ja. Wir sind dafür total dicht besiedelt und haben unheimlich Probleme, Bienenstandplätze, also gute Bienenstandplätze zu finden wiederum. Oder die Jugendlichen, die von der Grillparty heimkommen und solche, also echt? Du hast andere Probleme dann einfach, ja, aber deshalb, ja, da muss man sich rantasten. Ja. Und hoffen, dass die Politik da auch manche gute Entscheidungen trifft. In Österreich würdest du sofort dich mit dem Bereich selbstständig machen, wenn du guckst, was die für Förderung kriegen. In Norwegen auch. wenn die Zuschauer das noch nicht gesehen haben, ihr müsst das Video mit Nikolas gucken. Das ist unglaublich. Also er wollte schon nicht so viel Werbung machen, weil was die für Bedingungen da haben, das ist schon, ja, das ist echt schon gut. Also ja, auch in Österreich, ne, du, also ich bin jetzt nicht der Freund von Subventionen, das muss man dazu sagen, aber in Österreich, diese Zeit, die diese Subventionen haben, wie sich da manche Imkereibetriebe entwickeln, was die für Mitarbeiter anstellen, wo ist denn bei uns in Deutschland denn Imkereibetriebe, die 3-4 Mitarbeiter haben, festangestellt, wo gibt es denn das? Das ist gar nicht möglich, Nee. Also allgemein jemand anzustellen ist schwierig. Also finanziell geht es sicherlich, aber du findest ja auch niemanden. Ja. Aber rechne mal das Gehalt plus, plus alles, was da noch drauf kommt. Rechne das mal in Honig um, was du da mehr, also das ist in Deutschland nicht so einfach, glaube ich. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ja. Allerletzte Frage, versprochen. In Niedersachsen überlegen Sie jetzt, einen Imkerführerschein zu machen. Du bist ja auch Trainer und machst Kurse. Mal angenommen. Also erstens, findest du es gut oder findest du es schlecht? Weil es könnte natürlich dafür sorgen, dass du viel mehr Zulauf hast, viel mehr mit diesem Geschäftszweig verdienst. Aber auf der anderen Seite, wie du gerade sagtest, muss man Imkern, das ist eine Reise, man muss sich immer wieder irgendwie... Du kannst es nicht jemandem beibringen und sagen, so, das ist es jetzt, viel Spaß die nächsten 20 Jahre. Sondern du musst immer wieder dazu lernen und immer wieder deine Erfahrungen machen. Glaubst du, das ist eine gute Idee, diesen Führerschein? Oder? Also, ich meine, wenn es mir um das reine Geld gehen würde, also zu dem Thema, das gibt Zulauf, ja, dann würde ich keine Imkerei machen. Ja. Ich habe ja auch noch eine andere Ausbildung, dann wäre ich in diesen Betriebszweig eingestiegen. Aber prinzipiell ist halt die Frage, was soll das? Ja, also das muss ich ehrlicher sagen, wer will das kontrollieren? Hm. Und wenn ich was nicht kontrollieren kann, warum soll ich es dann verpflichtend machen? Ne? Weil manche machen es nicht. Und wie du schon gesagt hast, das kommt ja auch drauf an, was hast du persönlich für ein Verantwortungsbewusstsein? Also bei mir im Imkerkurs gibt es Leute, wenn da eine Biene verdrückt wird, dann sind die 2 Tage traurig, übertrieben gesagt. Ja. Es gibt auch andere, die wissen nach 7 Terminen noch nicht, dass die Königin und die Biene irgendwie verschieden aussehen. Also du kannst es nicht wie sagt man, so einen Schein reinpressen. Ja, weil letztendlich geht es um die Varroa-Milbe, es geht um die amerikanische Faulbrut, oder? Ja. Und alles andere ist ja für die anderen Imker nicht gefährlich, ist für das Tier gefährlich vielleicht. Ne? Ja. Aber ja, also ich bin... Ganz ehrlich, also was willst du denn einem Anfänger beibringen, wie amerikanische Faulbrut aussieht? Ich habe es noch nicht live gesehen, ich war auch noch bei keiner Sanierung dabei. Wie willst du das? Kannst du nur durch Bücher... Es ist, glaube ich, auch schwierig zu vermitteln.
Also. Ja, und ich meine, es gibt es Gesundheit, also ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden mit diesen Gesundheitszeugnissen. Ja. Ja. Ja, die sind ja da und die haben einen Hebel und der Anfänger wandert seine Bienen auch nicht. Und wenn er seine Bienen nicht wandert, wenn ihn nicht der Nachbar, die amerikanische Faulbrut aus dem Schwarzwald oder so mitbringt, wo sollen der andere die amerikanische Faulbrut herbekommen, wenn die Bienen seit 70 Jahren bei Oma im Garten stehen? Ja, stimmt. Also, ne, dann ist die Varroa-Milbe und ja, das liegt ja im eigenen Interesse. Also alles liegt eigentlich im eigenen Interesse, dass von dem Imker, dass es den Bienen gut geht. Ja, das stimmt. Und die, gut, es gibt die Leute, wo denken, die Bienen stelle ich dahin und da muss ich mich nicht drüber kümmern, aber die haben auch meistens nur ein Jahr Bienen. Das ist ja, oder das ist unschön. Ja, aber. Ja, weil, ja. Ich meine, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Also wie willst du kontrollieren und wer soll es machen? Und ich würde auch mal behaupten, dass die überwiegende Mehrzahl in Deutschland, die mit Bienen anfängt, dass die einen Imkerkurs macht, egal wo, ob jetzt beim Imkerverein, online oder das. Also ich glaube nicht, dass da viele da sind, die sich mit dem Thema im Vorfeld gar nicht beschäftigt haben. Ja, das glaube ich auch. Sebastian, vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch, hat mir Spaß gebracht. Ich hoffe, es waren jetzt fast anderthalb Stunden, oh Gott. Ja, ich hoffe, es war für dich auch in Ordnung, auch wenn es ein bisschen länger geworden ist. Ich wollte noch zu den Bienen. Kannst du jetzt gleich machen. Vielen Dank auch an die Zuschauer. Wir sehen uns dann, nochmal vielen Dank an Sebastian und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Macht's gut.